Hallo, wie schön, dass du wieder dabei bist beim Mama Online Kongress und dir auch die Zeit nimmst zu gucken. Und das ist ja auch für dich sehr, sehr gut, weil du so wahnsinnig viel mitnehmen kannst. Und deswegen machen wir auch den ganzen Kongress. Und ich bin so froh, dass sie wirklich Zeit hat, weil ich weiß, sie hat auch wahnsinnig viel um die Ohren und sich die Zeit nimmt für uns jetzt und uns auch wieder im Mama Kongress weiterhilft. Hallo, Stefanie Bruns. Hallo, herzlichen Dank für die Einladung und hallo an alle Zuschauer. Ich freue mich, hier zu sein. Danke. Ich freue mich auch sehr, dass du wirklich dabei sein kannst. Und du bist ja auch selber Mama. Genau, vierfach. Vierfach Mama. Meine Kids sind jetzt 4 bis fast 13. Ja. Ja, also du weißt schon, wovon du redest. Genau. Und ich habe dich auch angefragt, weil du so viele verschiedene Sachen machst, eben auch Beratung für Mamas, aber auch Businessberatung und das alles so wahnsinnig wichtig ist. Und ich auch, ich gucke immer wieder gern auch deine Videos mit den ganzen Impulsen, was du mir da schon alles mitgegeben hast. Und deswegen wollte ich dich eben auch gerne im Mama-Kongress dabei haben. Aber erklär ruhig mal selber, was genau machst du und wie bist du darauf gekommen? Ja, also ich bin seit 15 Jahren Psychologin und Business Mentorin und ich wollte schon mit 14 Psychologin werden. Das war schon glasklar. Bis dahin wusste ich überhaupt nicht, was ich werden sollte. Ich war die Einzige, die nicht wusste, was sie werden sollte, hat die Klassenlehrerin immer zu meiner Mutter gesagt, mit Besorgnis. Aber als ich es wusste, ging es nur noch in diese Richtung. Und ja, so kam es. Und als ich dann die ersten Kinder bekam, dann habe ich gedacht, so, wow, meine bis dahin vorgestellte Karriere, wie, und dann mache ich mein Studium und dann schreibe ich meine Doktorarbeit und dann schreibe ich Bücher und dann arbeite ich an der Universität, war so nichtig. Ich fand das so langweilig, weil ich dachte so, boah, nee, das möchte ich nicht. Ich möchte lieber mit meinen Kindern viel Zeit verbringen. Ich möchte einen Job haben, der mich erfüllt, aber wo ich herausgefordert bin, geistig und wo ich trotzdem mit meinen Kindern viel Zeit verbringe, Familien betten kann, Langzeit stillen kann, bedürfnisorientiert leben kann und alles, was dazu gehört. Und so kam es, dass ich mich selbstständig gemacht habe, schon vor 15 Jahren, dann als Psychologin und einfach nie in die Anstellung gehen wollte. Das kannte ich schon vorher aus meinen anderen Jobs, und dann dachte ich so, boah, nee, also dafür lohnt es sich, selbstständig zu sein. Auch wenn Selbstständigkeit nicht immer einfach ist und mit viel Risiko verbunden ist und mit sehr viel Selbstverantwortung. Ja, da bin ich ja ganz bei dir. Genau das aus den gleichen Gründen habe ich ja auch gemacht. Ja, und jetzt machst du ja auch ganz viel online. Genau. Das kam, weil wir vor 6 Jahren nach Portugal ausgewandert sind. Und das eben auch, ja, die meisten denken jetzt, warum hat sie das gemacht? Waren mehrere Gründe und einer davon war das Freilernen. Also unsere Kinder sind Freilerner. Und ein anderer war das bessere Klima für die Haut, weil 2 meiner Kinder haben Hautprobleme gehabt. Und das ist hier quasi weg, bis bei einem Fall fast weg. Ja. Und dann haben wir auch gedacht, Mann, wir arbeiten so viel. Es ist unglaublich. Die Arbeitskollegen meines Mannes sehen meinen Mann mehr als seine Familie. Das geht nicht. Das ist kein schönes Verhältnis, obwohl wir 2 Studierte sind. Ja, und ich meine, heute gilt es ja nicht mehr. Was sagt ein Akademiker zum anderen? Eine Currywurst, bitte. Ja. Aber damals, vor 20 Jahren, hat man auch die Vorstellung gehabt, okay, und wenn man dann studiert, dann ist das Einkommen sicher und dann, ja, hat man ein Leben, wo man nicht mehr so drüber nachdenken muss. Aber das gilt ja alles nicht mehr. Insofern ist es ganz egal, ob du studiert hast oder nicht. Ja, du kannst entweder für dein Geld arbeiten und für dein normales Leben. Und so ging es vielen, vielen Frauen auch in meiner Umgebung, die gesagt haben, ich muss mein Kind mit 8 Monaten in die Krippe geben, weil wir uns die Wohnung sonst gar nicht leisten können. Und unser normales Leben. Und die haben alle nicht fancy gelebt. Ja? Und dann habe ich gedacht, so, boah, das will ich nie. Das will ich nie. Also ich will lieber mit meinen Kindern so lange zu Hause sein, wie das für uns alle passt. Und trotzdem ein bisschen nebenher arbeiten und später dann auch mehr, ja. Aber
das wäre nie ein Kompromiss für mich gewesen, sodass ich gesagt hätte, ich gebe die Kinder in frühe Fremdbetreuung, um meinen Lebensunterhalt zu finanzieren. Ja? Und deswegen gab es schon sehr, sehr früh Ideen, wie man das anders machen kann. Und das Weggehen gehörte dazu, weil wir haben ein Jahr in der Jurte gelebt, haben eine Ruine wieder aufgebaut und haben eben einen Permakulturgarten gemacht und haben vieles anders gemacht, was uns in der Stadt überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Und ja, das waren die Gründe, nach Portugal zu gehen. Und von dort aus habe ich vorwiegend online gearbeitet und habe die paar Klienten noch mit rübergenommen und habe aber dann einen kompletten neuen Klientenstamm aufgebaut. Und da trug es sich auch zu, dass nicht nur Familien auf mich zukamen, sondern vor allen Dingen Kollegen, die gesagt haben, wie geht das? Wie kannst du im Ausland leben? Wie kannst du mit deutschsprachigen Klienten zusammenarbeiten? Wie kannst du deine Familie finanzieren? Und dann habe ich überlegt, so Mann, ich müsste ja eigentlich mal, es war eher so ein Scherz, ja, ich müsste ja eigentlich mal ein Webinar für diese Leute machen. Und gesagt, getan, dann war es so klar, Mann, da werde ich sehr viel gebraucht. Und dann habe ich mich komplett auf diese Schiene fokussiert und betreue jetzt quasi Mütter, die eben auch ein Business aufziehen, ja, und weniger nur Familienthematiken, ne? Obwohl ich Familientherapeutin bin und das natürlich immer auch gut im Visier habe. Na gut, das kannst du ja auch sehr gut einfließen lassen, ne? Wenn du viel mit Müttern arbeitest und im Business, da ist ja die Familientherapie auch nicht weit. Muss man da immer nochmal so auch, also ich glaube, das ist ja ganzheitlich sowieso dabei. Richtig, ja. Wenn du holistisch arbeitest, ja, kannst du nichts ausschließen. Ich sage immer, alle Probleme lassen sich auf ein paar Grundthematiken runterbrechen, ja, und dort auch ihre Lösung finden. Ne? Ja, das ist echt toll. Ja, super. Hast du denn einen alltagstauglichen Praxistipp auch für uns bei deinem bewegten Leben? Das ist ja großartig. Ja, also die meisten sagen an dieser Stelle immer, ja, plane Zeit für dich selbst ein. Ich sage, man muss die Zeit strukturieren. Ja? Und ich bin ein sehr unstrukturierter Mensch. Also ich sage das nicht, weil ich irgendwie ein Strukturfanatiker bin. Ganz im Gegenteil. Ich sage aber, ich arbeite strukturiert, um unstrukturiert leben zu können. Und das hat mir immer geholfen, sehr, sehr smart unterwegs zu sein und viel zu schaffen und trotzdem viel Zeit für die Familie zu haben. Das liegt aber auch daran, jetzt hole ich noch mal ein bisschen aus, dass wir natürlich schauen müssen, wie wir mit unseren Kräften haushalten. Und einfach mehr Zeit für sich einzuplanen, ist nicht immer die Lösung. Weil wenn du von deinem ganzen Körper so runtergefahren bist, dass du einfach keine Energie mehr hast, dann nützt es dir auch nichts, wenn du eine halbe Stunde auf der Couch liegst oder eine Hängematte. Stimmt. Ja? Insofern schaue ich immer darauf, dass ich mit meinen Klienten erstmal diese Grundbasis schaffe. Ja? Wie viel schlafen sie? Wie gut ist der Schlaf? Ich zum Beispiel brauche 4 bis 5 Stunden Schlaf und bin trotzdem fit. Warum? Weil ich in meiner höchsten Zone der Genialität schwinge. Ja? Also schreibt euch das auf. Wo schwingt ihr in der höchsten Zone der Genialität? Die Menge des Schlafs sagt nichts darüber aus, wie gut du schläfst. Ja? Du kannst 8 Stunden schlafen, wenn du auf einer Wasserader schläfst, dann bist du sehr unausgeschlafen. Ja? Und du kannst 5-mal in der Nacht geweckt werden, wenn du noch kleine Kinder hast und die noch stillst. Ja? Das macht nichts. Du kannst trotzdem genauso ausgeschlafen oder unausgeschlafen sein. Es kommt darauf an, wie sehr schlaucht dich dieses Stillen. Und wenn du noch nichts an Nährstoffen substituierst, dann würde ich immer sagen, die mindestens 1-2 Kinder haben, Nährstoffe einmal checken. Ja? Wenn du kein gutes Gefühl hast, das so einfach Pi mal Daumen zu machen, lass dir beim Ernährungsberater ein großes Blutbild machen. Ja? Mhm. Wenn du sagst, nee, ich mache das einfach, ich habe da ein gutes Gefühl zu, dann brauchst du das nicht unmittelbar. Ja? Es gibt nur ein paar Sachen, die man überdosieren kann.
Und den Rest kannst du substituieren. Und ich bin ein großer Fan von guten Mikronährstoffen und Vitalstoffen. Und weil ich einfach spüre, wow, was macht das mit mir? Wenn ich das eine Woche lang nicht nehme, dann sehe ich richtig, wie meine Gesamtvitalität sinkt. Ne? Obwohl ich mich vegan ernähre, obwohl ich sehr viel roh esse, nicht 100%, eine Mahlzeit gekocht am Tag, und sehr auf gute Qualität achte. Ja? Aber selbst bei den Bio-Nahrungsmitteln haben wir nicht mehr das volle Spektrum an Nährstoffen, die wir bräuchten, um fit zu sein. Ne? Deswegen sage ich, Struktur ist nicht alles, Zeit für dich ist nicht alles, sondern du musst holistisch die ganze Sache anschauen. Ja? Und dazu gehört eben auch sowas wie, ist mein Haus energetisch rein? Ja? Also holistisch heißt dann ganzheitlich. Ganzheitlich, genau. Und dazu gehört eben auch, wie ist es um deinen Energiehaushalt bestellt? Ja? Umgibst du dich mit Menschen, die dich upliften, die dich hochziehen, ne? Wo du sagst so, wow, das inspiriert mich so sehr, wenn ich denen zuhöre, da geht es mir gleich viel besser. Oder begibst du dich in ein Umfeld, das dich förmlich energetisch runterzieht? Und viele von uns sind in Umfeldern, die einen energetisch runterziehen. Also wenn du besonders mit sehr viel Aufmerksamkeit, mit einem großen Gewahrsein deine Kinder erziehst, ja, oder in Beziehung zu ihnen gehst, dann wird das in deinem Umfeld immer wieder auf strange Reaktionen, ja, stoßen. Du wirst auf solche Reaktionen stoßen und du wirst seltsame Bemerkungen bekommen. Ja? Wäre es vielleicht nicht doch besser, man würde da jetzt mal eine Grenze ziehen. Ja? Ja. Und solche Sachen. Ja, die Grenze ist dort, wo ich sage, stopp. Ja? Aber ich ziehe nicht eine Grenze, um meinem Kind zu zeigen, dass es das oder das nicht machen soll. Ja? Mhm. Sondern es ergeben sich natürliche Grenzen aus meinen Kapazitäten. Aber ich setze nicht unwillkürlich Grenzen, nur damit XY passiert. Ja? Das sind alles solche Unterschiede. Und wenn dich das runterzieht und du merkst, weil deine Nachbarn, deine Eltern, deine Freunde irgendetwas sagen, ja, dann macht das etwas in deinem Energiefeld. Und du musst für den notwendigen Ausgleich sorgen. Es gibt Umfelder, da kann man sich rausziehen und kann sagen, okay, dann besuche ich die eben weniger. Und dann gibt es aber auch Kontexte, die gehen nicht wegzudenken, ja, weil ihr seid nun mal in einer Familie, ihr wohnt nun mal im gleichen Haus. Also braucht man Tools, die Werkzeuge, ja, Methoden, Strategien, die einen da wieder helfen, sodass man nicht so abhängig ist. Ne? Und im Grunde genommen gibt es niemanden oder keine Situation, kein Geschehen, das einen runterzieht, sondern es gibt immer nur dich, der zulässt, dass das passiert und der nicht genügend Mittel hat und Ressourcen, um sich energetisch hochzuziehen, ne? Mhm. Und oben zu halten. Dazu machst du ja auch sehr interessante Videos auf deinem YouTube-Kanal. Genau. Ich erzähle oft über die Energieskala, sodass man weiß ja immer, wenn du unten schwingst und Scham hast und Ärger und Frust und traurig bist, dann ist dein Energiefeld dementsprechend niedrig. Und das ist ja auch messbar. Man kann das messen in der Schwingung. Und das Interessante ist, auch deine Kinder empfangen wieder deine Schwingung. Also so wie du schwingst, nicht nur du wirst beeinflusst, sondern du beeinflusst auch wieder andere. Das Geniale ist, wenn deine Energie hoch ist, kannst du auch wieder positiv deine Familie beeinflussen. Ja? Und das heißt nicht, dass du 100% des Tages wie ein Leuchtkeks bist, sondern du hast auch Momente, die einmal schockierend sind. Ja? Da stirbt jemand, da gibt es eine bedrohliche Situation, da hast du einen großen monetären Verlust, was auch immer kommt. Ja? Nur die Frage ist, wie gehst du damit um? Ne? Gibst du ihm die Macht, diesem Geschehnis, dass es dich runterzieht? Oder kannst du von einer höheren Perspektive draufschauen und kannst vielleicht auch gucken, wofür alles in der Welt soll das gut sein? Ja? Und es ist immer für irgendetwas gut, ne? Auch wenn es erstmal schwer fällt, im Schockmoment dahin zu schauen. Ja, oft merkt man es ja erst im Nachhinein, für was es gut war. Mhm. Genau. Ja, nee, das ist echt wunderbar. Ich werde auch deinen YouTube-Kanal natürlich verlinken. Mhm.
weil ich den so wertvoll finde, auch für alle Mamas und ja, wir auch wirklich nur Teilaspekte deiner großen Arbeit, deines großen Seins hier streifen können. Aber ich wollte ja auch einfach mal neugierig machen, die anderen und eben auch den Mamas zeigen, was es alles Tolles gibt. Und wie gesagt, ich schaue da immer sehr gerne rein, habe da auch schon sehr viel mitgenommen. Und du machst ja auch wirklich tolle Programme, auch eben für Mamas, die Business machen. Danke. Und vor allem, weil du es ja auch, also ich finde es immer so toll, wenn man jemanden findet, der selber gelebt hat. Ja. Der also weiß auch, wie es ist, dass der einen auch versteht, wenn man sagt, ja, also ehrlich gesagt, mein Kind spinnt gerade seit einer Woche. Und dann, ach so, ja, das kenne ich auch. Und dann machst du so und so. Also das finde ich immer ganz gut, wenn ich jemand so abstrakt sagt, ja, das verstehe ich jetzt nicht, dann musst du ihn halt einfach abschieben. Mhm. Genau. Also, ja, das ist ein gutes Stichwort, ne? Also ich plädiere immer für Verständnis. Wir alle haben unsere Entwicklungszeiten und bei den Kindern ist es eben noch offensichtlicher, dass sie Entwicklungsschübe haben. Aber auch bei Erwachsenen hört das nicht auf. Und immer wenn wir einen bestimmten Entwicklungsschub haben, erscheint uns die Welt total anders und beängstigend. Und wir denken so, oh mein Gott, was passiert da gerade? Ja? Aber im Grunde genommen steht es immer für einen großen Entwicklungsschub. Und das passt auch gerade gut in unser Zeitgeschehen hier. Ja. Es ist ein großer Entwicklungsschub, den wir jetzt hier gerade global angehen. Und ja, dann wird vieles leichter, wenn wir einfach ein Verständnis dafür haben, dass es dann auch bestimmte Emotionen dazu gibt, bestimmte Irritationen. Und dann kann man wieder von einem anderen Standpunkt aus das betrachten und weitergehen. Ja. Genau. Ja, deswegen finde ich eben so schön, deinen ganzen ganzheitlichen Ansatz, dass du eben wirklich auch als Selbstmama um die Probleme des Mamaseins weißt, als Familientherapeutin auch noch weißt, wie man es angeht und dann aber auch noch diesen Business-Aspekt total unterstützen kannst, dass man eben wirklich, weil du es ja auch selbst gemacht hast, auch, wie gesagt, wir beide aus den gleichen Gründen, aber eben um auch wirklich in deiner Welt für die Kinder da zu sein, trotzdem zu arbeiten, weil das ja auch für einen schön und wichtig ist. Ja, ich gehe sogar so weit, dass ich sage, wenn wir diese Familienthematiken, Paarprobleme, Persönlichkeitswachstumsthemen, by the way, also nebenbei bearbeiten, dann ist es viel natürlicher, als wenn wir sagen würden, oh, zuerst muss ich aber jetzt meinen Selbstwert bearbeiten und zuerst muss ich mein Familienthema bearbeiten, bevor ich mich um mein Business kümmern kann. Ja? Und ich mache es immer genau andersrum. Ich sage, wir kümmern uns um dein Business und jedes Problem, welches damit in Beziehung steht, poppt quasi natürlicherweise auf, ja? Und ist dann reif. Ja? Ist ein bisschen ekliger Vergleich, aber es ist wie ein Pickel. Ja, es ist schon so. Wenn er quasi natürlicherweise reift, ja, dann ist er auch viel, viel einfacher, ja, in der Heilung, als wenn du zu früh dran rumdrücken würdest oder haupt dran rumdrücken würdest. Ne? Ja. Du kannst es ganz natürlich angehen. Und ich verspreche meinen Klienten immer, alles kommt zur rechten Zeit hoch, wenn wir an deinem Business arbeiten. Ja? Und ich habe ja nun den Vergleich, ich habe über 10 Jahre vor Ort gearbeitet und habe alles Mögliche gemacht, ja, wie das so ist. Viele Paare, viele Familien gecoacht, aber auch Business beraten und CEOs und Professoren und Politiker und Schauspieler. Ganz egal, welcher Couleur, es sind immer wieder die gleichen Themen. Ne? Und das dann so rum aufzuziehen, ist für mich die natürlichere Art und Weise, als wenn man sagen würde, so, wir müssen jetzt erstmal das und das bearbeiten, bevor wir uns dann um dieses Business kümmern. Weil im Grunde genommen gehört alles zusammen. Wir können es nicht trennen. So wie wir nicht die Seele trennen können vom Körper und dem Geist, so ist es auch mit unserem Business und der Familie. Alles gehört zusammen, ja. Und diese Trennung und damit auch diese Probleme, die daraus entstehen, sind künstlicher Natur und die sind auch noch gar nicht so alt. Wir haben noch vor 200 Jahren unsere Kinder ganz anders mit integriert. Sie haben anders gelernt, sie haben anders die Welt entdeckt. Und erst mit dieser klaren Trennung, mit Schulgebäude und alle gehen dorthin und keiner wächst mehr im Familienverband so eng auf. Das hat sich in den letzten 2 Jahrzehnten noch mal verstärkt durch Ganztagsschulen, haben wir bestimmte Probleme mit unseren Kindern, die wir sonst nicht hatten. Ja. Ja. Nee, absolut. Und jetzt noch dieses Ganze,
was jetzt gerade noch so um uns rum ist und uns auch noch eine Weile begleitet, das ist ja nochmal ein Verstärker. Also ja. Da kommen ja noch mehr Sachen an die Oberfläche. Aber es ist ja auch gut, dann werden sie endlich mal bearbeitet. Richtig, also es ist quasi wie eine große Enttäuschung, sage ich immer dazu. Diese Diskrepanzen in der Gesellschaft, diese Spaltung, diese starken Meinungsverschiedenheiten gab es im Grunde genommen schon vorher. Dass das jetzt passiert, das ist nur ein Auslöser, ist quasi nur der Tropfen und das, was zu dieser Enttäuschung geführt hat. Jetzt sehen wir, oh, so denken die Menschen wirklich, so leicht sind sie in ihrer Aggressivität, so leicht, ja. Ne? Konnte es möglich sein, dass so eine Spaltung in Paare, in Familien, in Kernfamilien, aber auch Herkunftsfamilien kommt, ne? In Freundschaftssysteme, in kollegiale Systeme. Und das ist schon erschreckend. Ja? Aber es zeigt uns nur, wie es die ganze Zeit war. Und jetzt können wir wieder neu damit umgehen. Ja? Nach Jahrzehnten von Kommunikationskultur und Training und Friedensarbeit, ja, haben wir jetzt so einen Clash. Und dann so, okay, jetzt können wir das Ganze nochmal neu denken, ja? Ja, nee, absolut. Nee, es ist ja eben auch, ich glaube, das verstehen ja auch nicht Mamas meistens nicht, dass die Familie ins Business doch reinspielt. Du bist ja trotzdem im Kopf dabei. Oder eben andersrum, dass du auch nicht ganz dich auf die Familie einlassen kannst, wenn das Business nicht läuft. Oder wenn du halt da auch irgendwie mit dem Kollegen Probleme hast. Ja, ich glaube, das größte Problem ist das schlechte Gewissen. Ja? Ja. Also diese Mütter haben ein schlechtes Gewissen, wenn sie etwas für die Arbeit tun. Und wenn sie bei ihren Kindern sind, haben sie ein schlechtes Gewissen, dass sie nichts für ihre Arbeit tun. Ja. Und das ist quasi das Schlechteste, was du energetisch machen kannst, ein schlechtes ja. Gewissen zu haben, weil dann schwingst du ganz, ganz unten. Und was ich immer empfehle ist, Zeiten zu haben, in denen du 100% für das Business da bist und Zeiten zu haben, in denen du 100% für die Kinder da bist. Und es ist besser, 3 Stunden mit den Kindern 100% zu sein, als 6 Stunden in Gedanken beim Business mit schlechtem Gewissen bei den Kindern. Und es ist nicht die Menge der Zeit, die entscheidend ist, sondern dein Aufmerksamkeitsfokus und deine bedingungslose Liebe. Ja. Ja. Deine Kinder anbrüllst, nur weil du nicht zum Arbeiten kommst, haben sie auch nichts davon. Ja? Also, ja. Wenn du entspannt bist, weil du dich um dein Business gekümmert hast und dann wieder in voller Liebe dich deinen Kindern zuwenden kannst, dann ist das für alle besser. Ja? Es ist nicht die Menge der Zeit, aber es kommt auf die Qualität an. Ne? Und du kannst 3 Stunden mit deinen Kindern genauso schlecht verbringen wie 6 Stunden. Ja. Deswegen, kommt es darauf an, wie sehr siehst du jeden? Ja? Und die, die mehrere Kinder haben, dann empfehle ich auch immer, Einzelzeit mit einem Kind zu verbringen. Das ist super wichtig. Ja? Weil alle immer abzuspeisen in einer Familienzeit geht nicht. Ja? Nee. Sei denn, du hast Drillinge. Oder Vierlinge. Ja, auch da fühlt sich dann wieder jemand nicht gehört. Also. Genau, genau. Aber allein schon von den Aktivitäten her, ne? Also Einzelzeit ist wichtig, qualitativ hochwertige Zeit und dass ihr euch dieses schlechte Gewissen anschaut, weil das ist ein Grundübel. Ja, wir sind großgezogen worden, dass jeder ein schlechtes Gewissen hat. Und da sind nicht eure Eltern schuld und auch nicht die Eltern eurer Eltern, sondern es ist ein kollektives Problem, welches wir schon seit Generationen mit uns tragen, welches wahrscheinlich in unserem Zellgedächtnis steckt, ja? Epigenetisch nachweisbar, dass wir das vererben. Und insofern schaut euch das an, was ihr euch erzählt. Das ist so, so wichtig. Häufig erzählen wir uns komische Sachen die ganze Zeit. Ja? 90% dieser Gedanken haben wir jeden Tag wieder. Wir haben nur einen Bruchteil davon, der überhaupt bewusst ist. Und wir geben es weiter. Also wenn du es nicht für dich machst, mach es für deine Kinder. Ja, absolut. Absolut. Ja, ja, vielen lieben Dank. Ich könnte auch stundenlang mit dir reden, weil du immer so super inspirierend und spannend bist. Aber ich weiß halt auch, wie das ist, wenn man dann unten guckt und sieht, das Video ist länger als 20 Minuten, dann denke ich immer, oh, warum soll ich das denn jetzt noch einfügen? Dann mache ich lieber eben qualitative Spielen mit meinem Kind. Deswegen kommen wir langsam zum Ende. Und jetzt wollte ich noch fragen, hast du denn noch ein besonderes Angebot für die Mama-Kongress-Teilnehmerinnen? Ja, also ich habe ein E-Book, da geht es um das Money-Mind-Hacking. Aber wenn ihr kein Thema mit Geld habt, diese Prinzipien, die gelten quasi für alles.
Denn ich spreche immer davon, dass wir eine bestimmte Grundeinstellung haben von unserem Gehirn. Ja, wir sind stark vom Stammhirn geleitet. Und unser Gehirn, und das wissen wir aus Forschung, fokussiert sich vermehrt auf negative Ereignisse, fokussiert sich auf das, was wir noch nicht geschafft haben. Deswegen haben wir selten ein befriedigendes Gefühl am Ende des Tages, sondern wir denken immer, oh Mann, heute habe ich gar nichts geschafft. Wenn wir aber alles aufschreiben würden, was wir, und ich habe das manchmal gemacht, dann habe ich gesehen, ich habe 130 Sachen an einem Tag gemacht, ja, 140 verschiedene Dinge mit Wäsche einräumen, ausräumen und so weiter, ne? Zum Spielplatz gehen, Kinder anziehen. Das ist enorm, was ihr alles macht, selbst wenn ihr nur für die Kinder da seid, ja. Das ist ein kompletter Job und wir müssen das mehr fokussieren, weil ansonsten fühlen wir uns schlecht. Und dieses schlechte Gefühl überlagert alles und ist energetisch eine Giftbombe. Ja. Da kannst du Bio essen, wie du willst, wenn du dich energetisch, ja, so auflädst. Und unser Gehirn ist so voreingestellt, wir erinnern viermal mehr negative Ereignisse als ein positives. Das bedeutet im Umkehrschluss, du müsstest vier positive Ereignisse haben, kreieren, um ein negatives Ereignis wegzumachen. Ja? Wenn du angepöbelt wirst vom Nachbarn, weil du dein durch Wutanfall geplagtes Kind nicht aus der Szenerie räumst und nicht in die Stille zwingen kannst, ja? Und du weißt, hey, das ist gar kein Wutanfall, sondern es ist einfach nur eine Ich-Stärke-Entwicklung, ja? Dann brauchst du vier gute Ereignisse, um wieder neutral zu sein von deinem Gefühl her, von deiner Energie. Ja? Und das musst du dir kreieren. Deswegen, wie schafft man es, das Mind zu hacken, ja, unseren Kopf so umzuprogrammieren? Und das habe ich in diesem E-Book zusammengefasst. Es geht ums Thema Geld und natürlich auch Business. Aber selbst wenn du kein Business hast, ist es ideal, weil du siehst die Grundstrukturen, die wichtig sind, um so eine Art Brain-Hacking zu begehen. Also die Ultra-Tipps für das Gehirn, sodass wir mehr die Datenbahnen ausbauen in unserem Gehirn, die wie kleine Trampelpfade noch sind, ja, wo wir sagen, ja, ich müsste eigentlich mal was Positives machen. Und das sollen die sechsspurigen Autobahnen sein, ja, und nicht die Voreinstellung, die quasi immer das fokussieren, was du noch nicht gemacht hast, was noch als Problem oben aufliegt, was alles noch nicht passiert ist. Und so kommen wir auch zu gesünderem Schlaf und zu einer besseren Lebenszufriedenheit, weil wir stolz darauf sind, was wir alles schon geschafft haben. Ja. Nicht immer denken, wir würden nichts auf die Reihe kriegen. Nee, das stimmt absolut. Also dein E-Book verlinke ich jetzt auch da und natürlich auch, wie man in Kontakt mit dir treten kann und deinen YouTube-Kanal. Und dann, liebe Mama, die du gerade zuschaust, klick das unbedingt an, weil, also ich muss echt sagen, ich bin völlig begeistert. Also wirklich vielen, vielen Dank. Auch jetzt gerade auch diese vielen, vielen Impulse. Guckt euch das Video ruhig zweimal an, weil das kann man wahrscheinlich beim einmal gar nicht alles so speichern und schreibt schön mit. Das ist so meine Methode, wenn man mitschreiben, dann speichert sich das im Hirn auch besser, dann kann ich es besser integrieren, muss nicht mehr drüber nachdenken. Genau, also vielen, vielen Dank, liebe Stefanie. Ja. Und dann bis hoffentlich bald. Ja. Vielen, vielen Dank auch fürs Zuhören, auch meine Empfehlung. Ja, schaut es euch nochmal an, schreibt euch die wichtigsten Sachen mit, sucht euch eine bis drei Sachen raus, die ihr jetzt konkret verändern wollt. Und das Allerwichtigste, und das ist eine Bitte an euch, überlegt jetzt mal, welche Personen noch von diesem genialen Kongress profitieren können. Weil wenn wir es teilen und dieses Wissen geht viral, dann werden wir eine bessere Zukunft für unsere Kinder kreieren. Und das ist das, worauf es ankommt. Selbst wenn du gar kein Business hast, ja, wir haben alle einen Auftrag, sonst wärst du nicht hier. Und das ist eben auch diese besondere Form des Gewahrseins mit anderen zu teilen und ihnen zu zeigen, wie wir unser Leben vereinfachen können und wie leicht es werden kann, in Beziehung zu gehen und diese Harmonie, diesen inneren Frieden zu kreieren. Also, wer könnte noch davon profitieren und teilt diesen Kongress? Vielen, vielen Dank fürs Dabeisein. Alles Liebe an dieser Stelle. Ihr seid genial, weil ihr seid hier und das ist schon eine tolle Sache. Und dir vielen, vielen Dank, Saskia, für die Organisation. Ich schätze das sehr. Ich weiß, wie viel da dahinter steckt, so einen Kongress zu organisieren. Ja, vielen lieben Dank, Stefanie. Also dann, bis bald. Ciao.